Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Spieltrieb TV zur vierten Folge unseres kleinen Let's Plays in dem Spiel Stellaris. Es ist auch so warm bei euch. Halleluja, Hitzewelle, kurzzeitige Hitzewelle in Deutschland. Ja, deswegen werde ich wahrscheinlich während dieser Aufnahme etwas mehr trinken als gewöhnlich. Bitte entschuldigt dies. Wo waren wir stehen geblieben? Wir kolonisieren unseren dritten Planeten. Soweit waren wir. Mal kurz mal selber gucken hier. Hier hinten einer der wenigen wirklich tauglichen kolonisierbaren Planeten, wenn ich mich recht entsinne. Das war mit dieser komischen Scheinseite. Ja, okay. Wieder rausgefunden. Ansonsten hatten wir bis jetzt. Warum ist das nicht angeschaltet? Bis jetzt hatten wir bis dato sonst keine vernünftigen gefunden. Eine 12er wäre hier vorne. Eine 11er hier hinten. 11er meine ich damit die Größe. Mir ist aufgefallen im letzten Video, dass ich doch ganz schön schnell gesprochen habe. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht habe ich zu viel KenFM geguckt die letzten Tage. Ich hoffe, dass ich in diesem Video das ein wenig entschleunige, denn es war in manchen Situationen doch vielleicht ein wenig schnell für mein Dafürhalten. Ich spreche ja gerne schnell, aber das war selbst mir ein wenig zu schnell. Hier haben wir einen. Was haben wir denn hier? Wo haben wir das denn überhaupt? Ach ja, das sind solche kleinen Spezialobjekte, die man finden kann, wenn die Forschungsschiffe, Systeme, das ist übrigens hier ein sehr saftiges System, erforschen, dann finden sie ab und zu solche Spezialobjekte. Das findet ihr hier oben, habe ich glaube ich schon mal gesagt, gezeigt. Und da könnt ihr halt, ja, Boni, manche Schiffe, halt so ein paar kleine Spezialdingsies finden. So, 130 Material. Ich muss mich ganz kurz nochmal wieder finden. Wie sah es hier aus? Okay, wie sieht es mit der Nahrung aus? Schlecht. Nahrung sieht gar nicht gut aus. Wir haben hier schon Nahrung. Dann machen wir hier oben noch Nahrung. Es hilft ja nichts. Wir können es uns gerade leisten. Und wir werden eine von den hier entfernen noch. Dann haben wir hier einmal Forschung, hier einmal Forschung. Also einmal hier und einmal da. Das sollte uns dann ein bisschen weiterhelfen. Also Ingenieur und Physik. Muss zugeben, ich merke mir das immer nicht. Ich sage immer blau und gelb, das ist so innerlich. Aber nun ja. Haben sonst irgendwas Großartiges gemacht? Nein, ich glaube nicht. Wie sieht es hier aus? Na, hier sind die beschäftigt. Hier müssen wir mal gucken, wie es mit der Nahrung aussieht. Denn gerade zu Anfang kann es euch passieren, wenn ihr nicht häufig solche Plätze habt, die hier zusätzlich Nahrung bieten, dass euch ein wenig die Nahrung ausgeht. Deswegen würde ich ganz gerne. Was ist denn hier? Sind primitive Einnahmen schon mal beschränkt, also auf eine kleine Enklave, treibt die primitiven Reserven zusammen, versklavt die Wilden und lasst sie für uns arbeiten. Machen wir das so. Oh, das kostet relativ viel. Gucken wir uns gleich mal den Quark hier an. Da sind die einheimischen Reservate. Ja, ist die gute Frage. Das war eigentlich die richtige Entscheidung. Hat noch nicht die Politik extra geändert dafür, dass wir die platzen können? Ich meine, ja, genau. Säuberung, nur 10, was haben wir extra freigeschaltet. Jetzt können wir sie nicht säubern, weil wir sie eingesperrt haben. Schön, da habe ich mich, glaube ich, gerade selbst ein wenig in den Arsch gefickt. Oh, scheiße. Ah, fuck. Nun ja. Nun ja. Es ist. Oh. Oh, das ist eine Runde. Oh mein Gott. Also so früh. So früh. Oh, das ist. Oh. Warum Roboter so geil sind, werdet ihr im Laufe des Spiels mit Sicherheit noch sehen. Die nutze ich nämlich sehr gerne. Also die nächste Stufe davon auch.
Ich muss kurz gucken, wie es mit dem Planeten aussieht. Jetzt haben wir hier noch eine Ozeanwelt. Eine Wüstenwelt, eine Tundrawelt. Oh, eine Nuance in der Wüstenwelt ist natürlich auch nicht schlecht. Eine arktische 18er-Welt. Das sind saftige Welten. Was haben wir hier? Tropisch 18. Die dauern lange. Aber die Kanone ist irrelevant. Die ist nahbereich und die kannst du eigentlich. Die könnt ihr komplett ignorieren, eigentlich. Ich weiß nicht, wozu man die braucht. Die Massenbeschleuniger sind praktisch die kinetischen Waffen, die einfachen, die man sich auswählen kann. Finde ich auch nicht so geil. Korvettenwerften sind wichtig, das ist die nächste Stufe, um zur nächsten Schiffsstufe zu kommen, die eigentlich wichtig ist. Da das aber ziemlich häufig angeboten wird, manche Dinge haben so ein bisschen Priorität, habe ich das Gefühl. Nämlich die Roboter. Es tut mir leid, aber das ist zu gut. Warum dies zu gut ist, wie gesagt, ich werde euch das alles noch bei Gelegenheit erklären. So. Wir können ja hier mal gucken, was mit der Energie ist. Die Energie ist auf einem Planeten, das ist gut. Da können wir uns ein bisschen Energie noch schnappen. Wir haben zwar genug eigentlich, aber sowas kann auch schnell vorbei sein. So, wir machen was am schlausten. Könnten unsere Truppen noch ein bisschen upgraden. Apropos. Kurz mal schauen, ob wir da auch alles drin haben, was wir drin haben könnten. Ja, gut, das wollte ich nur. Oh ne, wir können ja die Panzerung reinbasteln. Das ist natürlich schon wichtig. Ja, die sollen wir überschreiben. Du kannst da auch erforschen. Und jetzt können wir die mal hier upgraden. Für 50. Mineral, da sollten wir auch mal langsam rangehen. Vielleicht das eine oder andere. Nun, ihr seht, haben wir jetzt 20 Dings mehr. Das ist ein bisschen mit dieser Kampfkraft, das ist immer so eine Sache. Da spielt natürlich Angriffs- und Verteidigungswerte eine Rolle. Die Schlacht analysiert, was gibt's? Ein Cyberrex-Artefakt. Naja. Better than nothing. Aber es ist natürlich auch schon, allein schon hier des Besarian Stein, das ist schon richtig wertvoll. Da werden wir auch nochmal uns irgendwie hin orientieren müssen. Generell, ich muss diese Lücke hier auch mal schließen. Ich meine, mit den zwei Kolonien könnte es reichen. Schade. Das war gerade die Meldung, dass er jetzt nichts gefunden hatte. So, schauen wir uns mal unsere neue Welt an. Ja, das ist natürlich echt ärgerlich. Jetzt haben wir so eine schöne, fette, ich glaube, es war eine 16er, eine 23er Welt und zwei Plätze für uns flöten. Ach, Mann. Ärgerlich. Nun gut. So, hier haben wir nichts Besonderes gefunden. Ich bräuchte noch so einen schönen Planeten. Ich werde wahrscheinlich auch versuchen, demnächst auch mal die ersten Außenposten bauen müssen. Mich hier entweder hier oder woanders hin. Denn mit Außenposten erweitern wir unser Einflussbereich. Unser Einflussbereich wird durch zwei Faktoren bezogen. Einerseits durch unsere Kolonien und durch Außenposten. Das Wichtige ist, dass man die eigentlich verbindet. Es hat damit zu tun, dass wir einerseits alles, was dazwischen ist, einsammeln können an Ressourcen und Wissenschaftspunkten. Der zweite Punkt ist, dass vor allem, wenn ihr später Sektoren macht, wenn die halt nicht zusammen sind, also praktisch nicht ein Staatsgebiet sind, dann gibt es halt einen Malus drauf. Und es ist auch immer schlecht, weil einfach jetzt zum Beispiel der Gegner kann jetzt hier durchfliegen. Könnt jetzt hier durchfliegen und irgendwo hier kolonisieren. Das wollen wir natürlich auch verhindern. Das ist ein bisschen so ein Verdrängungswettbewerb und Stück. Ich möchte auf keinen Fall diese Ebene hier oben verlieren. Ich überlege eigentlich auch fast schon gedanklich, diese Welt zu besiedeln, obwohl sie, naja, ihr sitzt hier schon, nicht gerade sexy ist. Aber allein schon wegen diesen 8861, das ist schon echt übelst fett.
Das ist schon. Mamma mia. Ja, das machen wir auch. Also, dass dieses, dass hier dazwischen halt nichts ist, ist nicht gut. Deswegen werde ich jetzt hier. Ups, falsche Taste. Einen Außenposten errichten. Ihr seht, der kostet 85 Mineral und 170 Einfluss. Was natürlich mal ein ordentlicher Faktor ist. Also ich werde hier einen anpacken. Der ist jetzt nicht ganz so wertvoll. Der ist einfach nur dazu da, dafür Sorge zu tragen, dass diese Gegner hier nicht in der Lage sind, hier reinzustechen. Und wir sozusagen unser Gebiet ein bisschen verteidigen. Und dass wir hier oben, irgendwie müssen wir hier oben auch ran. Das ist ja nun wirklich übelst gut. 8 Energie. Yummy, yummy, yummy. Ich überlege gerade, ob ich ein zweites Konstruktionsschiff bauen sollte. Kostet mich 94 zu aktuellen Zustand. Habe ich jetzt auch schon upgraded. Kurz gucken. Ja, habe ich. Sehr schön. System Survey completed. Wie gesagt, wir sind immer noch auf der Suche. Auf der Suche nach einer weiteren Heimat, die wir besiedeln können. Ich muss ein bisschen aufpassen. Hervorragend. Dass wir mit den Ressourcen einigermaßen vernünftig umgehen. Das ist zu Anfang, wie gesagt, ein ganz schönes Balance-Spiel. Und vor allem, da du nie genau weißt, was dich erwartet. Das ist ja das immer. Geht die Welten sind immer unterschiedlich. Ihr habt immer unterschiedliche Startpunkte und Startregionen. Und manchmal, wie hier, wisst ihr nicht so recht, wo es hingehen soll. Und dann gibt es wiederum... oh. Da haben wir jetzt wieder mal so ein Spezialdings hier gefunden. Und verlangt eigentlich von euch immer wieder ein sehr angepasstes Spiel. Also es ähnelt kein Spiel, ähnelt dem anderen. Und es ist tatsächlich auch so, dass selbst wenn ihr dasselbe Volk nehmt, das ihr euch einmal erstellt habt, ihr 5 verschiedene Spielstände spielen könnt und sich jedes wirklich anders anfühlt. Es hat mit der Forschung zu tun, es hat mit der diplomatischen Situationen zu tun. Ich habe einen Spielstand, das ist eine Ringwelt. Die spiele ich schon ewig lang. Wir sind jetzt schon über 350 Jahre an Spielzeit. Und es geht kaum noch vorwärts, denn die eine Hälfte des Universums gehört mir und die andere Hälfte wird einer Föderation. Und wir kämpfen halt die ganze Zeit immer nur in diesen Abständen, die ein Krieg bietet. Denn ähnlich wie bei Europa Universalis dürft ihr natürlich nicht Krieg führen, sondern ihr müsst zwischendurch halt die Friedenszeiten halt wahren. In denen hat praktisch ein Nicht-Angriffspakt existiert und diese Jahre gehen halt flöten. Und es ist eine ziemliche, es ist eigentlich keine Pattsituation, sondern im Grunde ist ja mir mal, sind es mir die Föderation gnadenlos unterlegen, aber ich habe keine Chance, diese schnell zu killen. Und sondern es ist so ein mühseliges Knabbern, ist das. Knabbert sich dann so ein Stück weit durch. Und trotzdem habe ich mit dem gleichen Volk, was ich da spiele, habe ich einen anderen Spielstand. Da habe ich eine Spiralgalaxie zum Beispiel. Da bin ich gerade auf Schwierigkeitsstufe. Es ist erhöht, glaube ich. Ich glaube, schwer. Ich weiß es gar nicht. Ich wollte es mal ausprobieren. Da habe ich gerade arg zu kämpfen. Also, das ist wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich immer. Und dadurch einfach auch interessant, dass es eben nicht immer das Gleiche ist. So, ich lasse weiterhin auf schnell, ich beschleunige jetzt nicht. Nicht, dass ihr euch vielleicht wundert oder so und denkt, warum beschleunigt er jetzt nicht auf super schnell, auf sehr schnell. Das liegt daran, dass ich jetzt ein bisschen gucken muss. Ich überlege die ganze Zeit, wie wir das hier am schlauesten machen, hier in dem ganzen Gebiet. Natürlich wäre es am sinnvollsten, alle Planeten zu kolonisieren, die wir zumindest generell schon mal kolonisieren könnten. Das wäre sinnvoll, gar keine Frage. Problem ist dabei allerdings, ich kann nur 5 direkt kontrollieren. Bilde ich einen Sektor um diese Planeten herum, verliere ich wiederum deren Ressourcen und bekomme eben nur einen Anteil davon. Und jetzt stellt sich die Frage, ist es sinnvoll, einen Planeten zu kolonisieren und die Mali, die ich habe, dadurch, dass ich halt die Ressourcen hier nicht einsammeln kann, dadurch aufwiege, dass aufgrund, dass es Planeten sind, entsprechend die sich entwickeln, natürlich, was ich, je nachdem, was für eine Ausrichtung ich ihm gebe, halt entsprechend mehr bringen von etwas, ich dadurch halt mehr gewinne oder nicht. Das ist halt immer so eine Balance, die manchmal etwas schwer zu halten ist. Man muss immer so ein bisschen gucken. Man muss immer so ein bisschen austarieren.
Ein interessanter Fund. Das haben wir schon zwei davon, ne? Jo, haben wir schon zwei von diesen Cybreaks. Was immer das. Ich habe es noch nie fertiggestellt. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie im Laufe des Spiels, der Spielstände, hat sich das meistens irgendwann verlaufen, würde ich mal fast behaupten. Wie gehen wir hier am schlauesten vor? Also ich weiß, dass hier vermutlich werden hier noch welche sein. Hier einer und hier einer. Nehme ich zumindest mal an. Gegner. Ich möchte eigentlich das System ums Verrecken nicht verlieren. Ich könnte jetzt natürlich hier ein kolonisieren, einen Sektor draus machen und somit das Problem, dass mir die der Planet eigentlich nicht gefällt, umgehen. Das Doofe dabei ist, der Ertrag, den ich dadurch herausziehe, ist nicht groß. Ich will auf jeden Fall noch gern kolonisieren. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich meine, hier war noch eine 14er mit 80%. Das ist eigentlich ja nicht schlecht. Und eine 12 mit 80 ist auch nicht schlecht und ist hier oben. Das war jetzt nichts Interessantes hier in der Gegend, aber würde unser Einflussbereich ein bisschen erweitern. Eine 11 mit 80%. Wie machen wir das am schlauesten? Sollte vielleicht auch mal diese ganzen Bedrohungen hier wegklatschen. In der Hoffnung, dass sich da auch noch was finden lässt. Was Schmackhaftes. Kurz mal anschauen, das Ding. Ja, da kommt nicht viel bei rum. Und die Zufriedenheit ist so niedrig, die Effizienz, also praktisch je zufriedener die Bürger sind, desto effizienter arbeiten sie. Das heißt, da ich eh schon 5% Minus habe, kriege ich generell schon einen Mali. Also einen Malus auf die Dings. Deswegen, ich glaube, ich gehe wirklich den einfachen Weg, würde ich fast behaupten. Setze hier einen Außenposten hin. Allein nur, um mir die Ressourcen hier zu sichern. Das kostet mich zwar, wie soll das, im Unterhalt sind die ziemlich teuer. Die kosten mich nämlich einen im. Da steht es ja, kann man es irgendwo sehen. Beobachtungsposten, Forschungsposten, Außenposten da. Unterhalt ist 2 Energie und einen Einfluss. Was ziemlich viel ist. Aber es ist einfach, ich kann es nicht ignorieren. Ich will es auch eigentlich nicht. Es ist zu saftig. Kommt, mein Forschungsschiff, Lies. Findet mir was Netteres. Irgendwo in dem Bereich wäre auch schön. Ein weiterer schöner Planet. Hier unten werden wir auch auf jeden Fall wahrscheinlich einen Außenpost setzen müssen. Wir haben wirklich relativ blöd verteilte Planeten diesmal. Also ihr seht hier diese Schlange sozusagen. Das hilft uns gar nicht. Ach nee, Geld sparen. Ja, hier geht's vorwärts. Unsere Hauptwelt, unsere erste Nebenwelt ist auch noch in der Mache. Das war diese Mineralien-Geschichte. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und hier hat er diese Steinzeit-Zivilisation. Hier werden wir voll auf Energie gehen. Jo. Also ich warte jetzt darauf, dass ich genug Geld habe für ein Kolonieschiff. Und ich trinke mal kurz was. Wie gesagt, es ist echt warm heute. War die ganzen Tage schon so und ich wollte euch nicht ewig lange warten lassen. Denn anders als andere produziere ich nicht unendlich lange vor. Das finde ich auch irgendwie doof. Sondern meist relativ zeitnah.
So. Also wir machen das hier oben. Gut. 357. Ups. Kolonieschiff kostet uns 300. Haben wir 57 über. Ich kaufe mir noch ein, baue mir noch ein Konstruktionsschiff, Lee. Weil wir müssen ein bisschen mit Mineralien nachlegen. Genug Energie haben wir aktuell gerade. Ebenbürtig, ebenbürtig, ebenbürtig. Okay, die können schon mal nicht allzu gefährlich werden. Die sind auch uns ebenbürtig. Die sind uns überlegen. Ja, das habe ich fast schon gedacht, dass da so langsam der Punkt erreicht ist, wo wir anfangen müssen, unser Militär auszubauen. So, mein Freund, du musst ein bisschen arbeiten. Und zwar finde mir mal ein paar schöne Mineralienplaneten in unserer Reichweite. Was ist mit dem hier? Da ist ein Dreier, das ist schon mal gut. Dann kannst du hier gleich mal. Achso, so darf ich kein Thema sein. Oh. Das war ein bisschen schwer zu erkennen, ob die noch drin sind oder nicht drin sind. Das finde ich manchmal ein bisschen. Ihr seht das von oben. Es sind manchmal so Momente, wo man denkt, er ist drinne, aber ist halt dann doch nicht. Das sind dann so diese kleinen Feinheiten. So, komm. Finden wir was Leckeres. Übrigens ist das der Einflussbereich. Wächst natürlich mit der Einwohnerzahl. Das heißt, wächst natürlich mit der Einwohnerzahl. Wisst ihr das überhaupt? Also mit der Einwohnerzahl wächst auch der Einfluss, wie es, glaube ich, beim klassischen Civilization oder sowas, das kennt man ja eigentlich auch. Übrigens, war ja auch ganz interessant, etwas, was ihr vielleicht schon gesehen habt, hier unten der Nebel, ich habe es ganz vergessen zu erzählen, ihr seht hier im Tooltip, bietet euch eine referierte Reisegeschwindigkeit. Ja, auch sowas gibt es. Das Spiel wartet also mit vielen kleinen Dingen auf. Bin gespannt, wie die Version 1.2 wird. Das ist so das nächste große Patch-Update mit Asimov, glaube ich, heißt es. Soll sehr viel mehr Diplomatie bringen, was ja aktuell doch sehr rudimentär ist. Mit einem anderen Punkt, was die Sklaverei betrifft, zum Beispiel, da werden wir noch bei Gelegenheit sehen. Da gibt es auch zwei Elemente, die ein bisschen merkwürdig sind. Auch die werden geändert. Aber das Spiel wird noch deutlich überarbeitet. Das ist das Schöne auch, finde ich, dass sich dort doch lange Jahre wirklich intensiv darum bemüht wird, da wirklich ein schönes Spiel zu generieren. Dem nicht rausgeschmissen und vergessen. Und das ist ja so das klassische Spiel, ihr kennt das ja auch. Wird so ein Spiel gebaut und dann war's das. Ja, Flotte, es hilft ja nichts. Eigentlich will ich nicht, aber wir müssen nochmal zwei Korvetten bauen, auch wenn es mich jetzt ein bisschen was kostet. 20% nehme ich auf. Ich gehe mal wieder auf sehr schnell, weil wir jetzt gerade überhaupt nichts tun. Naja, und ich werde in den nächsten Tagen, glaube ich, auch mal ein bisschen über meinen fügt Felder den Modifikator aufgeführt hinzu. Plus 10. Oder Energiecredits für den Versuch ausgeben, den Planeten mit 50%iger Erforschung in einen etwas günstigeren Zustand zu verwandeln. Oh. Das ist natürlich eine 50%ige Chance. Aber 10 Forschungspunkte. Eieieiei. Das kann natürlich. Ich weiß nicht, was dabei rauskommen kann. Das ist das Problem. Das kann ja jede andere. Das ist wahrscheinlich eine tote Welt und dann kann da irgendwas Dummes rauskommen, was wir nicht brauchen. Nein, wir gehen auf Dings.
kann natürlich alles Mögliche bei rauskommen und das heißt ja lange nicht, dass es was Schönes ist. So. Der ist fertig, dann wird er mich jetzt mit lange, sehr viel beschäftigt sein. Sehr viel beschäftigt sein. Sehr beschäftigt sein in den nächsten Monaten, denn er wird hier das ganze System sukzessiv bearbeiten. Eieieiei, ich glaube mir was zusammen heute. So, Bergbaustation bitte hier. Konstruktionsschiff kann hier schon mal anlegen und eine Forschungsstation basteln. Die beiden sind jetzt beschäftigt. Das Geld ist es wert. So, Forschungsschiff fertig. So, so, so. Komm, findet mir doch noch einen schönen Planeten. Seid doch so lieb. Ich bin doch auch so lieb zu euch. Ja, Forschung sind wir natürlich ein bisschen langsam. Weil wir noch keine aktuellen, großartigen Boni bekommen. Ja, normalerweise habe ich jetzt schon 5 Planeten. Oh, haben wir da eine Berührung? Nein. Okay, alles gut. So, eine Batharian-Geschichte ist freigeschaltet. Das sind wir hier oben auch an den strategischen Ressourcen. Und was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wir könnten, ich weiß gar nicht, ob wir sie überhaupt schon, ja, haben wir schon. Ihr seht hier, die bietet natürlich doppelt so viel Energie, also nehmen wir die auch sofort. Funktioniert, wie gesagt, natürlich nur, wenn wir diese strategischen Ressourcen finden, die natürlich begrenzt sind, wie alles hier begrenzt ist. Faszinierend. Naja. So, da wollen wir anfangen, hier ein bisschen Tacheles zu reden. Ja, die Anfänge sind leider ein bisschen lahm. Das ist bei so einem Spiel so. Roboter haben wir. Das ist schon mal schön. Das ist wirklich schön. Das haben wir natürlich sehr hoch gepokert und leider ein bisschen verloren, was das betrifft. Denn wir haben nichts Sinnvolles bekommen. Atomraketen sind nett, bringen uns aktuell nichts. Weltraumtorpedos sind auch nett. Machen doch schon ordentlich Schaden auf einer großen Entfernung. 60 ist so die Maximal. Reichweite, haben auch Schilddurchdringung. Was nicht schlecht ist, aber 1870 ist natürlich schon ein Pfund. Von daher werden wir uns darauf spezialisieren und beten und hoffen, dass wir danach wieder die Korvetten bekommen, denn dann müssen wir uns wirklich darum kümmern, unsere Schiffe abzugraden. Denn ansonsten sieht es für uns nicht gut aus. Gar nicht gut aus. Ja, schön, dass du alles da findest, aber es nützt mir gerade nichts. Ne, es gibt hier keine Welt mehr. Es gibt keine schöne Welt hier mehr. Es bleibt dabei. Ich bin inzwischen schon ziemlich frustriert ein bisschen. Da ist meine Arbeit hier doch etwas erschwert. So, lassen wir die beiden hier losstarten und ein bisschen rumbasteln. Das System werden wir komplett ausbauen mit Bergbau-Dings und werden so langsam anfangen, unsere Wirtschaftsleistung zu erhöhen. So.
kriegen wir denn hier? Sklavenarmee, Ozeanwelt, Agrarsubventionen, das ist aber auch nicht schlecht. Ich wähnte mich im Glauben, dass wir ziemlich viel Seetank haben. Nee, da war Dings. Ah, nicht, wir sind Kontinental. Doch, hier, da war es. Jede Menge. Hydrokulturen sind natürlich auch nicht schlecht, sind auch ziemlich wichtig. Die Nahrung ist immer so ein Faktor auf den Welten zu Anfang. Ist auch billiger. Ja, machen wir auch. Ist allgemeiner, ist universaler im Vergleich zu den Seetang, der aktuell erstmal nur einen Planeten betreffen würde. Ressourcenspeicher voll, ja, Energiespeicher ist voll, jetzt muss ich kurz mal was gucken. Ja, können wir herstellen, alles klar. Werden wir auch. Warum wir das tun? Das werdet ihr dann sehen, wenn ich... Darauf bauen wir auch. System Survey completed. Ey, ich finde wirklich keinen Kontinentalraketer mehr, ne? Das ist ja wieder so richtig geil. So. Ihr seht übrigens auch, dass die Planeten sich drehen. Ich denke mal, das habt ihr schon vielleicht gemerkt. Ja, die drehen sich over time. Also man hat hier wirklich auch Liebe zum Detail gezeigt, was ja jetzt nicht unbedingt alltäglich ist. So, das Kolonieschiff ist fertig. Ich werde das hier oben einsetzen, glaube ich. Oder habe ich das 14er? Die 14er Welt. Ich mache erst die 14er Welt. Sieht natürlich überhaupt nicht schön aus. Aber da alle Welten scheiße aussehen, ist es auch völlig egal. Wir werden jetzt warten, bis die Kolonie etabliert ist. Wir werden uns ein bisschen durch. Ups. Dass ich noch drauf geachtet habe. Und schnell wieder weg. Genau. Da kannst du dann forschen. Ich habe schon ein relativ großes Gebiet. Ich habe mich hier noch nicht in diese Richtung entwickelt. Das aktuell nicht für notwendig halte. Jetzt müssten ja eigentlich die restlichen... Genau, noch eine Forschungsstation, dann war es das. So, damit haben wir dann auch schon mal das erledigt. Sehr schön. Wir arbeiten uns mühselig wie ein Eichhörnli. Arbeiten wir uns hier durch. Aber wir arbeiten uns durch. So, du guckst mal an diesem kleinen System. Ist eigentlich auch nicht schlechtes Gebiet hier. Problem ist, hier kommen wir nicht so richtig ran. Wir haben nur einen Planeten, den wir nutzen könnten als Basis. Ja, es ist hier kein wirklich schöner Anblick. Dass es hier getrennt ist, ist doof, dass wir hier noch eine Lücke haben. Das ist jetzt nicht so sexy. Ja, das kannst du ja nun... Naja, ein bisschen Forschung erhalten, das ist auch nicht schlecht. Einfluss erhalten ist. Ach, da haben wir schon einen gefunden. Wir mögen dich nicht. Da oben haben wir schon einen gefunden. Ich habe mich schon gewundert, dass wir so lange. Ups, anhalten. Dass wir hier so viel Platz hatten. Hat mich schon gewundert, denn zu Anfang hat man relativ wenig Platz. Es ist so, dass das Programm ein. Das ist ganz witzig, dass man halt total eng gebaut wird und später scheint sich jetzt alles ein bisschen zu verlaufen.
Aber ja, zu Anfang, ja, jetzt machen wir das. Auf jeden Fall, ganz wichtig, damit wir die Zerstörer bauen können, das wäre die nächste Stufe und diese sind wichtig. Denn ohne die brauchen wir auch nicht mal anfangen, irgendwas zu kämpfen. Die Korvetten allein, es ging mal, aber jetzt inzwischen geht es nicht mehr. So. Ja, jetzt haben wir wieder eine schöne Auswahl. Ich nehme das Biolabor aus dem einfachen Grunde, Labore brauchen wir inzwischen. Also ein bisschen mit der Forschung bin ich nicht so wirklich zufrieden aktuell. Liegt ja einfach daran, dass wir nicht die Planeten gefunden haben, die wir gebraucht hätten. Weil die halt nützlich gewesen wären, so will ich es mal nennen. Sondern leider Planeten bekommen haben, die halt sind. So, ist etabliert. Sehr schön. Von daher. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich das, wie ich das Gebiet hier einigermaßen vernünftig einarbeiten kann in meinen Einflussbereich. Bin ich gerade echt überlegen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich diesen Planeten hier oben noch kolonisieren werde. Das steht außer Frage. Siehst du, ich weiß gar nicht, warum ich noch kein Kolonieschiff angebaut habe. Wir müssen auf jeden Fall mal anfangen, auch die Oberflächen mal zu bearbeiten. Wir können hier mal freischalten. Das ist auch mal eine gute, sichtige Geschichte. Da können wir hier mal anfangen. Mal ein bisschen die Oberfläche bearbeiten. Nahrung ist ein Thema. Es tut mir leid für diesen einen Mineral, aber Nahrung ist ein Thema. Wenn jetzt passiert, es wird auch gesagt, dass ihr praktisch dadurch, dass ihr euch auf Nahrung konzentriert, auf diesem Gebiet, natürlich kein Mineral mehr abbauen könnt und somit halt diesen Punkt verliert. Ihr müsst euch also entscheiden auf einen Platz. Außer bei Forschung, da gehen drei, aber ansonsten müsst ihr euch entscheiden. Und ja, ein bisschen euer Spiel auf die einzelnen Planeten halt ausrichten. Das ist ein bisschen tricky. Das ist wirklich tricky. Denn da man ja nur Planeten hat, fünf Stück, und also zu Anfang zumindest, später gibt es wirklich mehr, geht es dann. Drei haben schon beschließen, sich die Kolonie an. Eine große Gemeinschaft Primitiver Fertigs haben die Waschen bitte auch nicht gewonnen. Ins Referat mit denen. Wir mögen keine Aliens und wir werden sie auch nie mögen. Ja, ist gut. So. Einen zweiten schönen Planeten hätte ich gern. Einen richtig schönen saftigen. Das wäre toll. Ups, noch angehalten gewesen. Das wäre so richtig. Ach, wäre das schön. Ich genug Geld? Ja, nicht genug Geld für die Einstation oben, für die Energie. Brauchen wir gerade aktuell zwar nicht. Wir haben erstmal Energie auf Maximum. Aber das glaubt mir, das spielt jetzt auch gar, ist jetzt nur so Spielerei, es wird noch viel später das wird mit der Forschung, mit der Energie später doch sehr viel schwieriger. Das 19 plus am Ende als Saldo nicht wirklich relevant. So. Ah, es wird später so schlimm. So, unsere Roboter sind bald fertig, das ist schon mal auch gut. Das ist schon mal auch gut, das ist auch schon mal gut. Und die haben nichts zu tun. Das wird euch angezeigt. Die sind arbeitslos aktuell. Bei Robotern müssen wir ein bisschen aufpassen, denn Roboter haben eine Eigenschaft, die sie halt für viele Dinge völlig unbrauchbar macht. Das ist praktisch für die Forschung komplett. Das ist für die Energie zur Hälfte und für Mineral sind sie halt extrem gut geeignet. Jetzt haben wir hier einen mineralreichen Planeten. Somit ist natürlich völlig klar, worauf wir hier gehen. Natürlich ist mir bewusst, dass ich diesen ganzen, auch wenn ich ihn jetzt ein bisschen mehr auf Mineral auslege, ich natürlich irgendwo das ausgleichen muss in Form von Energie. Denn ihr wisst ja, jedes Bauteil, jedes Gebäude verbraucht Energie. Das heißt, ich muss mir auch Gedanken machen, wo ich die Energie herkriege.
Und somit ist es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen schwierig, ups, ist ein bisschen schwierig, ja, die Balance zu finden. Das ist, ja, es ist einfach schwierig. Ohne es jetzt übertreiben zu wollen. Es ist eher so ein, man muss ein bisschen sich durchstruggeln, bis man so ein bisschen die Balance gefunden hat. So, wie kann man hier auch schnell gehen? Das ist ein bisschen langweilig hier. So, während wir hier weiterhin noch verzweifelt nach einer neuen, tollen, nach einem neuen, tollen Planeten suchen. Mamma mia. Ja, das ist natürlich. Ach, das ist natürlich. Oh Gott. Mir gar nichts, der Planet. Ich meine, ja, ich werde ihn kolonisieren, aber ich werde ihn sicherlich später, glaube ich, in so einen Sektor packen, weil einfach der ist zu schlecht, um irgendwie. Ups, falsch, um da irgendwie sinnvoll zu gelten. Das ist. Das sind dazu da, unser Einflussbereich zu vergrößern. Sozusagen ihm keinen Platz zu geben. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Na, es sind uns allen eben und flottentechnisch. Was nicht gut ist, das macht uns angreifbar. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da schnellstmöglich. Ups. Doppelklicken. Na, 3 geht schon besser. Ein bisschen aufpassen, dass uns da nicht plötzlich etwas im Rücken fällt. Also mal schön nebenbei mit der Militär-Ding. Es ist wirklich warm. Militäreinheiten, Militärsachen zu bauen, Militärschiffe, bla bla. Was sprich Korvetten? Warum reiche ich eigentlich? Warum sage ich nicht Korvetten? Es ist wirklich warm. Und man merkt es mir an, die Arbeit und alles und dann die Wärme. Das ist auf Dauer eine Kombination, die nicht schön ist, die man nicht unbedingt gerne lange ertragen muss. Aber nun ja, das Geld muss fließen. Das Geld muss fließen, ums Verrecken. Die Rechnungen müssen bezahlt sein. Ja, so richtig weitergekommen sind wir jetzt gar nicht. Wie gesagt, der Start ist doch etwas langwierig, ich muss es leider sagen. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht mal einen Sprung zu machen, wie ich es bei Europa Universalis gemacht habe, aber das finde ich auch irgendwie doof. Ich würde euch einfach kleinere Häppchen bieten und hoffe, dass ich euch währenddessen halt mit anderen Dingen an der Stange halten kann, als halt das, was wie geschehen, was wir jetzt hier haben. Also abschließend, ich will die Folge nicht zu lange werden lassen. Sei bemerkt, wir haben einen wirklich schlechten Start. Eine ziemlich miese Region erwischt. Wir haben hier ein riesiges Loch aktuell, das wir schließen müssen, um sinnvoll einerseits die ganzen Ressourcen hier einzusammeln, andererseits aber auch den Gegner halt ein bisschen in Schach zu halten. Vor allem hier hinten, ne? Guckt euch das an, das ist ja nun, boah, das sind alles so eine schönen, leckeren, saftigen Stückchen. Die will man sich ja irgendwie einverleiben. Wir sind, was das Militär angeht, doch ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Da müssen wir uns ja auch arbeiten. Hier ist natürlich klar Einfluss, denn Einfluss ist das Schwerste zu bekommen. Ne? In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall versuchen, beziehungsweise ich hoffe, bis dahin eine Idee zu haben, wie ich dieses Problem hier oben löse. Da werde ich bestimmt nochmal überlegen müssen und gucken. Und vielleicht auch ein bisschen das ausprobieren, denn. Ups, die Angel halt immer noch. Ich weiß nicht so genau, ich weiß nicht genau. Wir werden das Militär aufstocken, werden die ganzen Punkte hier mal bearbeiten, dass wir hier ein bisschen auch wirklich voll Wissen haben. Vielleicht findet sich da noch das eine oder andere Schmackhafte. Ich hoffe es zumindest, denn bis jetzt ist es nicht schön. Aber gut. Aber ich finde auch wirklich nichts, ne? Also planetentechnisch ist es hier echt mau in der Gegend. Nun ja, es ist halt so, wie es ist. Es hilft ja nichts, drüber zu jammern. Was forschen, das ist ganz praktisch. Rechtsklick drauf, dann kann man erstmal schon, wie teuer es wird und so. Das ist sehr praktisch. Nun gut, ich werde schon wieder zu lange. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich aufs nächste Mal. Halt mal die ganze Sache an. Freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, wir kommen dann ein bisschen weiter. Wie gesagt, Start ist langsam,
Aber glaub mir, da kommen noch hübsche Kriege. Es steht sehr stark darauf, es sieht sehr stark danach aus, dass wir sehr gut eingekreist sind. Und dann werden wir uns sowieso irgendwann mit einem oder dem anderen prügeln müssen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, auch wenn ich am Ende konzentrationstechnisch nachlasse. Dieses Hitzewetter macht mir doch langsam zu schaffen. Freue mich aufs nächste Mal. Hoffentlich ein bisschen mehr Action. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, immer rein in die Kommentare. Ich spreche schon wieder um Kommentare. Verdammt. Wir sehen uns in der nächsten Folge und damit sage ich Adieu. Nein, auf Wiedersehen. Nein. Guten Tag. Ja, guten Tag klingt gut.